Elektrosmog ist unsichtbar und kann, wenn er in grossen Mengen vorkommt, einem Menschen grosse Schäden zufügen. Mobilfunkantennen oder auch sonstige Elektrogeräte können Auslöser sein für unangenehme Störungen, die man erst mittels fachlich fundierter Messungen herausfinden kann. Bei mir im Studio ist der Herr Josef Peter, ist eidgenössisch diplomierter Elektroinstallateur und Elektrosmog-Spezialist. Guten Tag, Herr Peter. Wie sind Sie eigentlich auf den Gedanken gekommen, solche Messungen anzustellen? Man hat immer das Gefühl, dass eben Elektrogeräte oder aber auch Mobilfunkantennen unschädlich sind oder so wird es uns auf alle Fälle suggeriert. Was sind die Hintergründe? Ja, eigentlich bin ich gar nicht selber auf die Idee gekommen. Ich habe auch geglaubt, der Strom macht nichts. Und meine Kunden habe ich entdeckt, dass wenn Schlafstörungen vorhanden sind, wenn konstante Müdigkeit da ist, wenn Krankheiten nicht ausheilen, dass da ein Zusammenhang besteht mit Elektrosmog. Hat man denn als Normalbürger überhaupt eine Chance gegen eben solche zum Beispiel Mobilfunkantennen oder auch sonstige Elektrogeräte, die da aufgestellt werden im Aussenbereich? Wie kann man sich da gescheit machen, was man könnte machen? Was können Sie uns da dazu sagen? Was haben Sie für einen Erfahrungsfundus? Also ganz wichtig ist, dass man einmal schaut, in welchem Umfeld man lebt. Mhm. Man holt sich nämlich den Elektrosmog mit den Geräten ins Haus hinein. Und eine Mobilfunkantenne kann seine Strahlung entfalten allein schon durch ein drahtloses Funktelefon, das sie im Haus haben. Denn das ist ähnlich funktionierend wie eine Mobilfunkantenne von außen. Mobilfunkantennen von außen aber, die müssen richtig stationiert sein, damit sie nicht zu stark auf uns Menschen einwirken. Und da bieten wir den Gemeinden auch Beratungen an, um solche Standorte zu optimieren. Was würden Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern konkret raten, jetzt im Umgang mit Elektrosmog, ob das jetzt zuhause ist oder am Arbeitsplatz? Was gibt es da für Todsünden, die man unter Umständen jetzt schon beginnt, wo Sie uns vielleicht an konkreten Beispielen aufzeigen können? Das sollte man nicht machen, das sollte man die Hände vorlassen. Es ist immer ganz wichtig, dass man sich das elektromagnetische Umfeld gut anschaut. Mit Sicherheit sollte man nicht Kabel um den Bettplatz herumlegen. Man sollte auch am Arbeitsplatz nicht auf Kabel stehen mit den Füßen. Ladegeräte von Telefon sollte man nicht am Gerät ausstecken, sondern zum Beispiel am Netzstecker ziehen. Und man sollte auch nicht nahe an Elektrogeräte arbeiten. Oftmals kann die Arthrose an den Knie die Ursache haben vom Computer neben dem Knie. Wer jetzt solche Messungen durchführen bei sich zu Hause, eben nur zum herausfinden, wie ist der Elektrosmog bei mir zu Hause? Können Sie uns da vielleicht eine konkrete Zahl nennen, einen Betrag, Frankenbetrag, damit man weiss, auf was da auf einem könnte zukommen? Ja, wenn man so einen Betrag nimmt, darf man nicht verschrecken. Es braucht dazu umfassende Kenntnis von der Messtechnik. Es braucht umfassende Kenntnis auch von den Messgeräten, wie sie funktionieren. Und die Messgeräte müssen auch eine entsprechende Qualität haben. Das haben wir. Und in dieser Messtechnik können wir entscheiden, was für Einflüsse wirken auf den Menschen, was für Möglichkeiten sind vorhanden, um diese Einflüsse zu sanieren. Das wird in unserem Bericht alles dargestellt. Und dann kostet eben so eine Messung von einer Dreizimmerwohnung zum Beispiel einfach mindestens etwa 800 Franken. Und ein Einfamilienhaus kann auch mal 2.500 Franken kosten. Also ich denke, ein Betrag, der sich sicher gut rechnen lässt, vor allem auch, weil sie dort konkrete Lösungen anbieten. Wer sich jetzt ein bisschen intensiver mit dem Thema auseinandersetzen will, wir haben ja auch schon vor einer Stunde lang diskutiert, da hat es einen Haufen Sachen, wo man nicht weiss, weil man zu wenig Informationen hat. Wie komme ich als Normalbürger an Informationen an zum Thema Elektrosmog? Was würden Sie uns da raten? Also es gibt natürlich Literatur zum Thema Elektrosmog, aber auf dem Internet ist es auch relativ einfach. Suchbegriff Elektrosmog und man kommt zu allen möglichen Homepages. Wichtig ist, dass man das auch ein bisschen unterscheiden kann, was ist seriös und was ist einfach nur opportunistisch oder irgendwo aus der Luft gegriffen. Das muss jeder selber sehen, aber da sieht man sehr gut das Umfeld und man kommt auch ziemlich viele Tipps über. Und wenn Sie mehr wissen, stehen wir natürlich selbstverständlich zur Verfügung. Ich bedanke mich recht herzlich für die Informationen zum Thema Elektrosmog und für das Interview. Recht herzlichen Dank, Herr Peter.